unter den Beiträgen Großbritanniens zur Weltkultur im 20. Jahrhundert ragt das Lebenswerk dreier bedeutender Männer hervor. Dies sind Charlie Chaplin, George Orwell, Bertrand Russell. Auf unverwechselbar individuelle Weise hat jeder von ihnen die Menschheit weit über ihren englischsprachigen Bereich hinaus um Wesentliches bereichert. Charlie Chaplin, der universelle Künstler und Clown, hat uns in seinen Filmen und Melodien Augen und Ohren für die Poesie des Alltagslebens geöffnet und vorgespielt. Ein Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Mit seiner Hilfe gelingt es uns immer wieder, das Kind in uns zu bewahren und unseren inneren Clown hervorzukitzeln. George Orwell, der satirische Schriftsteller, hat früher und klarer als andere europäische Intellektuelle den totalitären Kern des Marxismus-Leninismus begriffen und in seinen Büchern Farm der Tiere und 1984 den einprägsame Fabeln, Formen und Figuren dafür geschaffen. Sie bewahren auch heute unter gewandelten historischen Umständen ihre warnende Bedeutung. Alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher als andere. Bertrand Russell schließlich, der Nobelpreisgekrönte Denker, hat eine umfassende Philosophie des Humanismus entwickelt, die ihre Bewährungsprobe im Leben ihres Schöpfers bestanden hat und noch viele Menschen auf ihrem Weg beflügeln kann. Ihm wollen wir uns jetzt zuwenden. Ich möchte Sie vertraut machen und auch möglichst Ihre Sympathie erwecken für diesen Text mit einem Schlüsseltext Russells, nämlich mit dem Vorwort zu seiner Autobiografie. Dieser kurze Text, und schon allein die Kürze ist ein Vorzug, unter dem Titel »Wofür ich gelebt habe«, dieser Text ist ein Text von hohem literarischen und philosophischem Rang. 1956, als der Text entstand, war Russell 84 Jahre alt. 1967, als der Text gedruckt veröffentlicht wurde, und stand der Philosoph im 95. Lebensjahr. Wir studieren also jetzt ein Dokument bewundernswerter Altersweisheit und Altersvitalität. Einen Text, der in stilisierter Form die Summe eines langen und bewegten Lebens zieht. Es tauchen darin unvermeidlich auch Motive auf, die bereits Jahrzehnte früher entwickelt wurden. Namentlich der kleine, berühmte Aufsatz, was ein freier Mensch verehrt, A Free Man's Worship, aus dem Jahre 1903, ist zum Vergleich heranzuziehen. Und dieser kleine Aufsatz, den ich gleich ein-, zweimal noch bemühe, ist als Reklamheft herausgegeben von Norbert Hörster und auch in einer neuen Übersetzung ins Deutsche übertragen worden. Unser Text, Wofür ich gelebt habe, zeigt das unverwechselbare Profil eines großen Denkers. Er gewährt Einblicke in Identität und Motivation eines humanistischen Lebensentwurfes, der sich auf der Höhe seiner Zeit, aber auch noch unserer Zeit bewegt. Ich lese den Text vor. Drei einfache, doch übermächtige Leidenschaften haben mein Leben bestimmt. Das Verlangen nach Liebe, der Drang nach Erkenntnis und ein unerträgliches Mitgefühl für die Leiden der Menschheit. Gleich heftigen Sturmwinden haben mich diese Leidenschaften bald hin, bald hier und dort, bald dorthin geweht, in einem launenhaften Zickzackkurs über ein Weltmeer von Qual hinweg bis zum letzten Rand der Verzweiflung. Nach Liebe trachtete ich einmal,
weil sie Verzückung erzeugt. Eine Verzückung so gewaltig, dass ich oft mein ganzes, mir noch bevorstehendes Leben hingegeben haben würde für ein paar Stunden dieses Überschwanges. Zum anderen habe ich nach Liebe getrachtet, weil sie von der Einsamkeit erlöst. Jener entsetzlichen Einsamkeit, in der ein einzelnes, erschauerndes Bewusstsein über den Saum der Welt hinabblickt, in den kalten, leblosen, unauslotbaren Abgrund. Und letztens habe ich nach Liebe getrachtet, weil ich in der liebenden Vereinigung in mystisch verkleinertem Abbild die Vorahnung des Himmels erschaute, wie er in der Vorstellung der Heiligen und Dichter lebt. Danach habe ich gesucht und, wiewohl es zu schön erscheinen mag für ein Menschenleben, ich habe es am Ende gefunden. Mit gleicher Leidenschaft habe ich nach Erkenntnis gestrebt. Ich wollte das Herz der Menschen ergründen. Ich wollte begreifen, warum die Sterne scheinen. Ich habe die Kraft zu erfassen gesucht durch die, nach den Pythagoreern, die Zahl, den Strom des Seins beherrscht. Ein wenig davon, wenn auch nicht viel, ist mir gelungen. Liebe und Erkenntnis, soweit sie erreichbar waren, führten empor in himmlische Höhen. Doch stets brachte mich das Mitleid wieder zur Erde zurück. Widerhall von Schmerzensgeschrei erfüllt mein Herz. Verhungernde Kinder, gefolterte Opfer von Unterdrückern, hilflose alte Menschen, ihren Kindern zur verhassten Bürde geworden, die ganze Welt der Verlassenheit, der Armut, des Leids, all das macht ein hohnvolles Zerrbild aus dem, was Menschenleben eigentlich sein soll. Es verlangt mich danach, dem Übel zu steuern, allein ich vermag es nicht und so leide auch ich. So war mein Leben. Ich habe es liebenswert gefunden und ich würde es mit Freuden noch einmal leben, wenn sich mir die Möglichkeit dazu böte. Ich erspare mir aus Zeitgründen jetzt den wunderschönen englischen Text Ihnen vorzutragen, wenn Sie ihn bitte selbst sich angucken mögen, denn als Philosoph hat Russell den Literaturnobelpreis bekommen. Es gibt keinen Nobelpreis für Philosophen und wenn Sie diesen englischsprachigen Text genussvoll nachempfinden können, dann wissen Sie, weshalb er zu Recht den Nobelpreis bekommen hat. Der Reiz dieses ergreifenden Dokumentes lebt ästhetisch von der einfachen und klassischen Elementarität der Sprache, inhaltlich vom glaubwürdigen Engagement für elementare Menschlichkeit. Die Lebensgenuss und Lebenskampf verbindet eine Haltung, die Wunden und Wonnen des Lebens annimmt. Der metaphernreiche Text strahlt philosophischen Charme aus, den gibt es. Er verbindet hintergründige Selbstreflexion mit leisem Pathos. Ein Mensch gibt Rechenschaft über Sinn und Ziel seines Lebens in faszinierender Offenheit, ohne eitle Selbstbespiegelung. Er lädt uns ein, sich von seinem Denken inspirieren zu lassen und einen eigenen Kurs auf dem Ozean des Lebens zu steuern. Im Sinne des altgriechischen Weisheitsspruches »Erkenne dich selbst«, eingemeißelt im Apollo-Tempel zu Delphi, ermuntert Russell uns, unser kleines Leben philosophisch zu durchleuchten, es zu weiten und zu vertiefen, es zu öffnen für die Welt als Ganze, für den Strom des Seins, auf Englisch Flux von Fluere, fließen, das ist der Strom des Seins, eine schöne deutsche Übersetzung, für die Leiden der Menschheit, und uns so im Horizont des Übergreifenden zu verorten. Prüfen wir im Einzelnen, was diese Stimme der Menschlichkeit
praxisbezogener Humanität uns zu sagen hat. Drei Leidenschaften sind es, die Russells Leben geprägt haben. Im Fühlen die Leidenschaft der Liebe, im Denken die Leidenschaft des Erkennens, im Handeln die Leidenschaft des Mitleids. Wie drei Leitmotive durchziehen diese drei Leidenschaften sein Leben. Sie bezeichnen drei existenzielle Bereiche, drei lebenswichtige Dimensionen, klar voneinander abgrenzbar, aber doch unvermeidlich miteinander verwoben. Mit dem Bekenntnis zu diesen lebensprägenden Leidenschaften rehabilitiert Russell die lange verpönten Leidenschaften und Gefühle. Er verabschiedet das stoische Ideal des leidenschaftslosen Weisen, der, trieb- und begierdefrei, allein der reinen Vernunft verpflichtet sei. Dieses weltfremde Leitbild eines stoischen Intellektuellen voller Apathie und Ataraxie, so waren die Begriffe der Stoiker, war ohnehin auch schon vor Russell lange in der Philosophie- und Kulturgeschichte wiederholt zurückgewiesen worden. So vor allem in der europäischen Aufklärung und im deutschen Sturm und Drang. Auch Hegel hatte später gelehrt, Zitat, dass nichts Großes in der Welt ohne Leidenschaft vollbracht worden sei. Zwar bezog sich Hegels Lob der Leidenschaft auf die sogenannten großen Männer, unter anderem auch Napoleon, den er verehrt hat, aber wir sind berechtigt, dieses Lob der Leidenschaft im Sinne Russells auch zu verallgemeinern auf unser Eins und damit zu demokratisieren. Was sind Leidenschaften? Welche Rolle spielen sie? Leidenschaften sind psychische Energien, die Geist und Willen auf ein Ziel hin lenken. Mit besonderer Intensität vermitteln sie einen Austausch mit der Welt und mit anderen Menschen. Ein Leben ohne Leidenschaften wäre flach und fade. Es plätschert dahin in den Niederungen der Banalität, der Beliebigkeit, der Routine, des Alltags. Russells Leben wurde nach seinen Worten lebenswert, dank der erotischen Leidenschaft, dank der philosophischen Leidenschaft und dank der sozialen Leidenschaft. Sie halfen ihm, die Grenzen seines Selbst zu überschreiten. Sie bewahrten ihn davor, in Einsamkeit zu erstarren. Sie erschlossen ihm die Welt als eine Einheit von Gegensätzen. Sie halfen ihm, teilzuhaben am schwellenden Leben und am verwelkenden Leben. Sie gestatteten ihm, Lebenslust zu empfinden, ohne in Lebenslüge zu verfallen. So richtete Russell sein Streben auf das Lustvollste und Grauenvollste, die Verzückung der Liebe und die Qual von Folteropfern. Russell richtete sein Streben auf das Konkreteste und das Abstrakteste, und ich wähle die Superlative, wie Sie ahnen mögen, bewusst, auf die Einsamkeit des Individuums und den Strom des Seins. Immer auch an den englisch-lateinischen Begriff Fluxus, das ewige Fließen im Sinne Heraklits, mit im Hinterkopf zu bewahren. Und Russell richtete sein Streben auf das Innerste und das Fernste, das menschliche Herz und die Sterne. Beide wollte er ergründen. Dieser genuin philosophische Blick auf das Ganze des Seins, auf das Sein in seinem Widerspruch, ist die Perspektive eines Lebens in Würde, aber im Angesicht des Abgrundes. Im Angesicht des Abgrundes, nicht im Abgrund. Auf Englisch steht da für das deutsche Wort Abyss, Abyssos, aus dem Griechischen, das ist der Abgrund. Das menschliche Leben ist freilich nicht schlechthin bodenlos, nicht von vornherein sinnlos oder vergeblich. Russell war kein Nihilist oder gar Pessimist. Er stiftete zu einer illusionslosen, aber nicht zu einer hoffnungslosen Haltung an. Ich sage im Sinne Russells, menschliches Leben ist immer Leben im Angesichte des Abgrunds.
nie jeglichen Risikos enthoben. Nur wenige Millimeter, nur Bruchteile von Sekunden können uns von unserem vorzeitigen Tode trennen. Geborgenheit entsteht, wenn überhaupt, nur über einem Weltmeer von Qual. Hier rühren wir an den harten atheistischen Kern des Russellschen Humanismus, der ihn von der aufgeklärten Weltfrömmigkeit seines Freundes und Kampfgefährten Albert Einstein unterschied. Einstein entwickelte in der Tradition eines jüdischen, genauer eines spinozistischen Pantheismus eine, wie er sagte, kosmische Religiosität. Russell widerstand dieser Versuchung, den Weltgrund religiös zu verklären. Der Weltgrund ist für ihn der Abyssos, der Abgrund. Wer über den Saum der Welt, das heißt über die Grenzen der Endlichkeit hinauszudenken wagt, dem begegnet dort keine geistige Macht, die Halt und Orientierung verspräche, vertrauensvoll, verehrungswürdig, gar göttlich wäre. Kein Auge Gottes steht oben bei Russell am Himmel und wacht über Wohl und Wehe der Menschen. Keine unsichtbare Hand führt und fügt alle Dinge schließlich doch noch zu einem guten Ende. Und keine weise Vorsehung waltet über dem menschlichen Schicksal, sondern der Eishauch unermesslicher Gleichgültigkeit weht uns aus dem Universum entgegen und enthüllt unsere nichtige Rolle im kosmischen Gesamtgeschehen. Dass wir nicht das Maß aller Dinge sind und dass Humanismus nicht mit Anthropozentrismus verwechselt werden darf, war für Russell schon eine frühe Erkenntnis. In dem schon erwähnten Aufsatz, was der freie Mensch verehrt, A Free Man's Worship von 1903, sehr gut bei Reklam in der Hörsterschen Ausgabe erhältlich, heißt es dazu erläuternd, Zitat, kurz und ohnmächtig ist das Leben der Menschen. Mitleidlos und dunkel überfällt ihn und alle seines Geschlechts ein unausweichliches Schicksal. Blind gegen Gut und Böse in rücksichtsloser Vernichtung wälzt sich die allmächtige Materie auf ihrer unerbittlichen Bahn. Dem Menschen dazu verurteilt, heute das Teuerste zu verlieren und morgen selbst durch das dunkle Tor der Finsternis zu gehen, bleibt nichts, immer Russell, als die Pflege jener erhabenen Gedanken, die seinen kurzen Tag erhellen, ehe der Schlag fällt. Die allmächtige Materie, so Russell in diesem frühen Aufsatz, aber das begleitet sein ganzes Denken, hat uns auf ihrer Bahn einst hervorgebracht, irgendwann verschlingt sie uns auch wieder. Insofern schaut, wer über den Saum der Welt hinabschaut, nicht in einen geheimnisvollen oder gar göttlichen Weltengrund, sondern in einen, Zitat, kalten, leblosen, unauslotbaren Abgrund. Dieser Abgrund erschließt sich nicht nur unerschrockener philosophischer Reflexion, die er uns vorgemacht hat, sondern er weht uns auch in seiner Kälte und Fremde tagtäglich an. Verhungernde Kinder, gefolterte Opfer von Unterdrückern, hilflose alte Menschen, die ganze Welt der Verlassenheit, der Armut, des Leids, das war das Zitat aus dem Text, katastrophische Erfahrungen, die nicht nur Russell an den letzten Rand der Verzweiflung geführt haben und immer neu führen. Und dennoch, im Gewahrwerden der Abgründe und der Welt und der Abgründe des menschlichen Herzens erschöpft sich das menschliche Leben nicht. In der dreifachen Leidenschaft der Liebe, des Erkennens und des Mitleids verlassen wir das Gehäuse unserer Einsamkeit und Beschränktheit. In der Vereinigung mit einem einzelnen Menschen in der Liebe, in der geistigen Aneignung der Welt in der Erkenntnis und in der teilnehmenden Identifikation mit den Leiden der Menschheit im Mitleid überwinden wir die Schranken des isolierten Individuums.
Dies ist die Erfahrungsgrundlage dessen, was in der Religion als Transzendenz, als beseligende Begegnung mit einem göttlichen Jenseits verklärt wurde. Russell spricht diesen Zusammenhang in seinem Text, für manchen sicher überraschend, kurz an. An seiner ideologiekritischen Aufhellung hat er lange Jahrzehnte gearbeitet. Die Verzückung, Englisch Ecstasy, die irdische Liebe gewähren kann, ist, so formuliert er, ein verkleinertes Abbild jenes Himmels, der in der Fantasie freilich nur, der Heiligen und der Dichter lebt und nur dort lebt. Beachten Sie bitte, dass Russell dieses verkleinernde Abbild oder verkleinerte Abbild verstärkend sogar als ein mystisch verkleinertes Abbild nennt. Das ist kein Versehen, kein Zugeständnis, sondern Ausdruck des Sachverhalts, der freilich nur den oberflächlichen Kenner Russells überraschen würde, dass der atheistische Philosoph Russell zwar die Religion, aber nicht die Mystik schlechthin verwirft, sondern an einem nicht-religiösen Begriff von Mystik festhält, der eine allgemein menschliche Erfahrungsmöglichkeit bezeichnet. Und in der Tat ist es klug, zwischen Religion und Mystik und vor allem zwischen Mystik und Mystifikation zu unterscheiden. Russell war kein Vertreter jener seichten Aufklärung, die das Wort Mystik nur tadelnd verwendet und mystisch undifferenziert mit nebulös, unklar, verschwommen, irrational gleichsetzt, was umgangssprachlich vielleicht mal erlaubt sein mag, aber nicht für eine verantwortete, reflektierte Sprache. In seinem großen Aufsatz Mystik und Logik hat der seine Bedeutung halber auch als Titel eines Gesamtwerkes von Russell genommen wurde, hat er einen philosophisch gereinigten, weltlichen Begriff von Mystik entwickelt. Er führt darin die undogmatisch religionskritischen Elemente fort, die in der interreligiösen und interkulturellen Geschichte der Mystik angelegt sind. Russell zeigt in diesem frühen Aufsatzband, den er nie widerrufen hat, was gelegentlich behauptet wird, um ihn von dieser vermeintlichen Irrtümlichkeit zu befreien. Russell zeigt darin, dass Mystik und Logik zwei verschiedenartige, aber gleichrangige menschliche Impulse sind, zwei Zugangsarten zur Wirklichkeit, die beide ihre berechtigte, unverwechselbare und unersetzliche Rolle haben. Eine mystische Einstellung zum Leben, Zitat war das, die Russell ausdrücklich empfiehlt, hat nichts Schwärmerisches, nichts Weltflüchtiges an sich. Geht es in der religiösen Mystik um die Vereinigung der Seele mit Gott, so zielt die weltliche Mystik, für die er hier argumentiert, auf die Vereinigung des Individuums mit der Welt, die beide aus demselben Stoff bestehen. Diese Vereinigung ist eine weltbejahende Versenkung in die Tiefe der Dinge im Gesamtzusammenhang. Sie vollzieht sich nicht auf der Ebene des begrifflichen Denkens, das zergliedert, sondern ist ein Vorgang der intuitiven Unmittelbarkeit. Dieses Erlebnis, sich als winziger Teil eines großen Ganzen zu fühlen, kann Augenblicke der Freude und des Friedens auslösen. Das ist der Kontext für diese sprachliche Wendung. Mystische Weisheit ist auch die Leitidee in Russells Philosophie des Glücks, dessen Schlusssätze lauten, Zitat, ein solcher Mensch fühlt sich, ein glücklicher Mensch, als Bürger des Alls, der ohne Hemmungen das Schauspiel, das es bietet und die Freuden, die es schenkt, genießen kann, unbekümmert von dem Gedanken an den Tod, weil er sich von denen, die nach ihm sein werden, nicht wirklich getrennt fühlt. In einer solch innigen, naturbestimmten Vereinigung mit dem Strom des Seins, wie der Fluxus, Flux auf Englisch, vollzieht sich die tiefste Beglückung, die wir finden können. Zitat Ende.
In der philosophischen Läuterung der Mystik und in der Entzauberung der Religion erschöpfte sich Russells Erkenntnisinteresse freilich nicht. Er spürte dem Geheimnis des Seins als Ganzem nach. Wie Goethes Faust strebte er danach zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich wollte das Herz der Menschen ergründen. Ich wollte begreifen, warum die Sterne scheinen. Indem er Gründe, Abgründe und Hintergründe des menschlichen Herzens erforschte, versuchte er, dem inneren Kern des menschlichen Wesens auf die Spur zu kommen und die Triebkräfte der Geschichte zu entschleiern. Indem er das Licht der Himmelskörper untersuchte, bemühte er sich, den Aufbau der Materie, die Wirkungsweise ihrer kleinsten Teilchen und die Struktur des Weltalls in seiner unermesslichen Ausdehnung zu erkennen. Als mathematisch orientierter Philosoph in der Tradition des Pythagoras versuchte er zu begreifen, inwiefern der Strom des Seins nicht einfach unterschiedslos dahinströmt, sondern inwiefern das Sein von der Zahl beherrscht wird. Number holds sway above flux. Die Zahl obsiegt über den Strom des Seins. Die große Erkenntnis der Schule des Pythagoras war es gewesen, dass allen Erscheinungen der Wirklichkeit eine zahlenmäßig erfassbare Ordnung, eine numerische Struktur zugrunde liegt. Die Erkennbarkeit der Welt ist an ihre Zählbarkeit, Messbarkeit, Berechenbarkeit geknüpft. Alle Gesetzmäßigkeiten in Natur und Gesellschaft sind immer auch in Zahlenverhältnissen ausdrückbar. Und ihren höchsten Triumph erlebt heute unter unseren Augen die pythagoreische Zahlenlehre in der Computertechnik. Freilich war Russell nicht dem Irrtum der Pythagoreer verfallen, über der quantitativen Dimension des Seins die qualitative Ebene zu vernachlässigen. Er hat nie wie Pythagoras das Quantitative gegen das Qualitative ausgespielt. Er ist auch nie dem technokratischen Wahn verfallen, alles Menschliche auf Berechenbares und Machbares zu reduzieren. Er kannte sehr wohl die Grenzen der Mathematik und wusste, dass ihr die Fülle des Seins verborgen sein bleiben muss, wie jeder Wissenschaft. Er wusste, dass nicht alles Wünschbare machbar und nicht alles Machbare wünschbar ist. Zum Ergebnis seiner Bemühungen bemerkt Russell, ein wenig davon, wenn auch nicht viel, ist mir gelungen. Das ist nicht nur britisches Understatement, verschmitzte Untertreibung, sondern zugleich Ausdruck intellektueller Bescheidenheit, der Skepsis. Diese Skepsis spricht sich auch aus in dem darauf folgenden Nebensatz: Liebe und Erkenntnis, soweit sie erreichbaren. Liebe und Erkenntnis, soweit sie erreichbaren. Und mit Recht hat daher Alan Wood seine Russell-Biografie überschrieben: A Passionate Skeptic, ein leidenschaftlicher Skeptiker. Russells ethisches Leitmotiv ist das Mitleid. Mitleid verstanden als solidarische Identifikation mit dem Schicksal anderer Menschen. Den Leiden der Menschheit begegnet er nicht mit abgestumpftem Achselzucken, blasierter Teilnahmslosigkeit oder mit zynischer Kälte, sondern mit hilfsbereitem Mitleid. Friedrich Nietzsche hat Mitleid als Zeichen instinktwidriger Schwächlichkeit, als ein Hauptwerkzeug der Dekadenz verunglimpft. Russell erhebt Mitleid zu jener spezifisch menschlichen Regung, die anspornt zur Tat für die Bedrückten und Bedrängten, für die Hilflosen und Wehrlosen, für die Ausgegrenzten und zu Kurzgekommenen.
Mitleid kennt verschiedene Gesichter und Gefühlswerte, Ausdrucksformen und Reichweiten. Es reicht von wehleidiger Passivität und gönnerhafter Herablassung bis zu jenem klarsichtigen, hellhörigen, warmherzigen, feinfühligen Engagement, mit dem Russell den Übel der Welt zu steuern versuchte. Ursprünglich, muss ich schon auf die Uhr gucken? Sie? Ja, gut. Ursprünglich ist Mitleid im Nahbereich angesiedelt, aber Russell hat das Mitleid auf die gesamte Menschheit ausgedehnt. Und dennoch hat er nicht die sinnliche Wahrnehmung vernachlässigt. Widerhall von Schmerzensgeschrei erfüllt mein Herz. Und im Zeitalter der elektronischen Medien sind verhungernde Kinder, gefolterte Opfer von Unterdrückten, hilflose alte Menschen, uns allen vertraute Bilder fern und nah zugleich. Schon in jungen Jahren hatte Russell erkannt, dass man über bloßes Einzelkämpfertum hinaus gelangen muss und organisiert vorgehen. Er wurde politisch aktiv, um auf dem Wege gesellschaftlicher Reformen gesellschaftliche Missstände zu beseitigen. Über ein halbes Jahrhundert wirkte er in den Reihen der Labour Party. Seit seiner Reise in die Sowjetunion 1920, bei der er auch Lenin persönlich kennenlernte, trat er als scharfer Kritiker des Marxismus-Leninismus hervor. In den letzten Jahrzehnten seines Lebens hat er eine bewundernswerte Phase vitalen Altersradikalismus erlebt. Es wird heute viel von Altersmilde gesprochen, die gibt es auch, die hat auch ihren Reiz, aber bei Russell erleben wir Altersradikalität. Er nutzte seinen weltweiten Ruhm bewusst, um gegen Rüstungswahn und Atomkriegsgefahr, gegen Polizeistaat und Menschenrechtsverletzungen vorzugehen, wo auch immer zu kämpfen. Er trat als ein Whistleblower hervor, als einer, der schrill die Alarmpfeife bläst. Sein Handeln stand in der angelsächsischen Tradition des gewaltfreien zivilen Ungehorsams. Hohen persönlichen Einsatz scheute er nicht. Zweimal wanderte er aus achtbaren Gründen in das Gefängnis London Brixton. Während des Ersten Weltkrieges saß er ein, weil er Kriegsdienstverweigerer unterstützte. 1961 saß er ein, weil er an einem verbotenen Sit-in gegen die britische Atomrüstung teilgenommen hatte. Den Höhepunkt seines politisch-publizistischen Einflusses erlebte Russell 1966 mit der Gründung des Internationalen Tribunals gegen Kriegsverbrechen, oft nur kurz Vietnam-Tribunal oder Russell-Tribunal genannt. Nach den Kriterien des Nürnberger Kriegsverbrecherprozesses von 1945-46 wurde dort die Kriegsführung der USA in Vietnam untersucht und verurteilt. Russells Leidenschaft des Mitleids erwies sich als Triebkraft der Empörung, als streitbares Engagement gegen Unrecht. War Mitleid sein Motiv? Inhaltlich gefüllt und besiegelt wurde sein Ethos im Streben nach Gerechtigkeit. Und doch blieb ihm die Unzulänglichkeit des eigenen Strebens und des menschlichen Strebens überhaupt schmerzlich bewusst. Es verlangt mich danach, dem Übel zu steuern, allein. Ich vermag es nicht und so leide auch ich. Russell selbst nennt in seinen Beispielen die körperliche, die seelische und die soziale Gestalt des Leidens. Mag jeweils auch eine Form überwiegen, stets ist der ganze Mensch betroffen. Nie sollte sich jemand wähnen, immer und überall von allen drei Formen des Leidens enthoben zu sein. Die Wirklichkeit spricht eine andere Sprache, insofern ist Glück, wo immer es sich einstellt, und es gibt wirkliches Glück, Glück im Unglück. Des Lebens ungemischte Freude ward keinem Irdischen zuteil. Dieser
Satz aus Schillers Gedicht Ring des Polykrates drückt diese Einsicht Russells poetisch aus. Eine praktische Antwort auf diese unvollkommene ontologische Qualität der Welt ist das Mitleid. Eine geistige Antwort ist die Weisheit der Resignation. In diesem Text steckt viel kluge, richtige, berechtigte Resignation. Russell nimmt die strukturelle Geborstenheit der Welt, ihre Fremdheit gegenüber menschlichem Sehnen, die Störanfälligkeit der menschlichen Existenz in sein Lebenskonzept auf. Es verlangt mich danach, dem Übel zu steuern, allein ich vermag es nicht und so leide auch ich. Russells drei Leidenschaften begründen und begrenzen sich wechselseitig. Sie stehen in einem wohl ausbalancierten Verhältnis zueinander. Sie verhinderten, dass er sich in der einen oder anderen Richtung verrannt, verzehrt hätte und insofern ein ausgebranntes Opfer seiner selbst geworden wäre. Russell war ein Mensch, der schließlich seine innere Mitte gefunden hatte und aus ihr zu leben verstand. Abhold allen Einseitigkeiten. Die erotische Leidenschaft bewahrte ihn davor, seine soziale Leidenschaft in einem karitativen Helferkomplex zerfließen zu lassen. Er griff nicht ständig und überall als Wohltäter ein. Er verspürte durchaus keine Lust, sich für andere zu verzehren, aufzuopfern. Seine eigenen wohlverstandenen Interessen und Wünsche verleugnete er nicht. Umgekehrt bewahrte ihn die soziale Leidenschaft davor, sich in privaten Affären zu verschleißen, im Privatleben überhaupt zu versinken. Seine Ethik stand jenseits der verkürzenden und abstrakten Alternative von Egoismus und Altruismus, denn er wusste, nur wer sich selbst bewahrt, bewahrt sich auch die Möglichkeit, anderen zu helfen. Als leidenschaftlicher Skeptiker, so der Titel einer Biografie über ihn, Passionate Skeptic, war Russell gegen Schwärmereien solcher Art gefeit. Er verband die Alltagsprobleme mit den letzten Fragen der Metaphysik. Er hatte den durchdringenden Blick für das Hohe und das Tiefe, für das Flüchtige und das Dauerhafte, für das Innere und das Äußere. Er dachte mit dem Herzen und fühlte mit dem Kopf. Er lebte im Mikrokosmos und im Makrokosmos. Darin bestand seine Größe und auch darauf bestand seine Ausstrahlung. Bertrand Russells Vorwort, Wofür ich gelebt habe, ist ein herausragendes literarisches Zeugnis gelebter Humanität im 20. Jahrhundert. In seiner sprachlichen und gedanklichen Frische vermag uns dieser Text noch über diesen Tag hinaus zu begeistern und uns geistigen Proviant zu reichen. Mit der Qualität exemplarischer Gültigkeit formuliert er die Vision eines gelingenden Lebens, dessen, was menschliches Leben wesentlich ausmacht. Eine historische Schranke dieses Textes sei freilich erwähnt, nämlich, dass er 1956 noch nicht die ökologische Problematik erkennen konnte. Bertrand Russell hat gerne gelebt. Er gesteht am Schluss, dass er sein Leben mit Freuden noch einmal leben würde, falls sich ihm die Möglichkeit dazu böte. Aber er weiß deshalb die jeweiligen Konjunktive, auch im Englischen. Diese Möglichkeit bietet sich nicht, weder ihm noch sonst irgendeinem Menschen. Denn jedes Leben ist unwiederbringlich, endlich sterblich. Es gibt keine Wiederkehr, keine Wiederholung, keine Wiederverkörperung, keine Auferstehung von den Toten. Wohl dem Menschen, der am Schluss seines Lebens in den hohen 90ern eine so reiche Bilanz ziehen kann, der auf ein so intensives Leben zurückschauen kann. Bertrand Russell darf mit Recht den Spruch des Terenz von sich auf sich anwenden. Ein Mensch bin ich, nicht Menschliches ist mir fremd. Ich bedanke mich.